Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des FIFA 15 Karrieremodus, Episode Nummer 65, und heute geht es weiter in der Liga, ja. Es geht los, Saison 2016-2017, erster Spieltag gegen Hull City, und mir wurde wieder was geschenkt, und zwar ein Scout, beziehungsweise ein guter Jugendspieler. Ich habe den nicht selber gekauft, der wurde mir gekauft. Finde ich aber auch nicht so schlimm, ist eigentlich ehrlich gesagt relativ nice. Den Spieler werde ich erstmal noch da lassen. Den auch, den sowieso und den erst recht. Ich bin sehr, sehr gespannt, was wir jetzt so bekommen werden. Als nächstes muss einmal weitergehen. Natürlich werde ich vor dem ersten Spieltag jetzt... Oh Gott. Ich mag sowas überhaupt nicht, wenn ich sehe, okay, zwei Tage später schon direkt Champions League Quali. Aber gut. Carlos Blanco, noch nie gehört, aber scheint ein sehr guter Spieler zu sein. Kommt von Juventus. Aha, Gelios. Auch noch nie gehört. Piszczek habe ich schon mal gehört, Vertrag läuft aus, ist aber nicht interessant, weil halt schon relativ alt. Ansonsten lassen wir alles beim Gleichen, beim Alten. Und wenn jetzt die Rücknummern ändern, ja, das habt ihr euch gewünscht, das wollte ich auch sowieso machen vor der Saison. Und zwar, Begovic kriegt natürlich die 1, unser neuer Keeper, vollkommen zu Recht. Die 4 kriegt Sané, Kurzawa kriegt die 5. Okay, obwohl, nee, die 3. Die 3 kriegt Kurzawa. Nastasic kriegt die 5. So. Sippel bleibt bei der 14, Geist bei der 6, Kabea bei der 20, Morrison bei der 16, Ibrahimovic kriegt die 10. De Jong, ja, kriegt dann die 11. Niang die 23. Mit der 23 kann ich eigentlich ganz gut leben, aber dem würde ich lieber die 17 geben, dann gebe ich ihm die 23. Niang soll aber nicht die 12 haben, sondern die 17. Wo ist denn Niang überhaupt? Bin ich blind oder dumm? Da ist er. 17. Stindl hat bei uns die 10, hatte vorher die 28, deswegen gebe ich ihm auch hier die 28. Birimana kriegt dann die 12 von mir aus. Perez, Abey, Aarons, das sind alles so Spieler, die sowieso keine Chance haben. Komar die 7, das ist natürlich ein bisschen heftig, wenn der die 7 hat. Die könnte auch Ben Arfa haben. Geben wir ihm mal die. Und 34... passt dann einigermaßen. Gouffran, Haidara, Oxlade-Chamberlain hat die 18, Reinholz die 13, 21 hat Altobelli, das passt alles. Ich denke mal, so kann man das lassen. So, und dann machen wir mal den Kader fürs erste Spiel. Der Kader steht eigentlich fest, der soll ja so aussehen, wie er momentan halt aussieht. Wobei, vielleicht nehme ich Barker noch mal ein bisschen weiter nach oben für wen? Für Darlow. Dann packe ich den mal hier hin für Smith und da hin für Birimana. Coman ist nicht gut drauf, Oxlade-Chamberlain ist gut drauf, allerdings haben wir gute Alternativen auf der Bank. Trotzdem will ich Chamberlain ja verkaufen. Vielleicht sollte ich ihn deswegen mitnehmen für Ben Arfa einfach mal. Ansonsten werden wir genauso starten, wie es hier gerade aussieht. Kurzawa auf links, Laporte, Sané und Janmaat. Und dann Begovic im Tor. Niang auf der Bank, De Jong auf der Bank. Aber mit einer sehr soliden Elf und mit Ibrahimovic vorne drin. Das könnte ein sehr interessantes erstes Spiel werden gegen Hull City. Ich freue mich drauf. Und da würde ich sagen, gehen wir mal rein. Ich wünsche euch viel Spaß und bis gleich. Das erste Spiel der Saison 2016-2017 für Newcastle United und die Tigers aus Hull. Ja, im KC Stadium wollte Hull City gegen Newcastle United die ersten Punkte der Saison einfahren. Natürlich schwer gegen den eventuellen Champions League-Teilnehmer der nächsten Champions League-Saison. Jedoch hatten die Tigers sich gut verstärkt im Sommer und wollten heute gleich alles in die Tat umsetzen, was man sich vorgenommen hat. Und das war einiges beim Auftritt Nummer 1 seiner Majestät in der Premier League. Zlatan Ibrahimovic heute bei bewölktem Wetter. Normalerweise zum Premier League Auftakt immer gutes Wetter, aber der Lord, ja, war nicht dabei. Trotzdem hatte Ibrahimovic hier wohl so ein bisschen Einfluss gehabt auf das Wetter, denn es sollte ein grauer Tag werden. Vielleicht ja für Hull City, vielleicht aber auch für Newcastle beim ersten Einsatz des Schweden. Ja, auch Asmir Begovic, einer der Neuzugänge, der Mann aus Bosnien-Herzegowina im Tor. Wir schauen erstmal auf die Aufstellung von Hull City. Kune, El Mohammadi, Davies, Dawson, Jefferson, Livermore, Huddleston, Diame, Ince, Zagbo, Jelavic. Keiner der Neuzugänge, auch nur im Kader. Alle, ja, auf der Bank bzw. in der Reserve vertretenen Spieler heute absolut nicht neu. Ja, alle schon in der letzten Saison dabei gewesen. Die Neuzugänge wurden erstmal geschont. Anders bei Newcastle, Begovic neu in der Startelf, Janmaat Sané neu in der Startelf, Laporte, Kurzawa neu in der Startelf, Sippel, Geis, Kabeja, Morrison, Ibrahimovic neu natürlich in der Startelf und Wissamenier daneben ihm ebenfalls von Anfang an in der Sturmspitze mit dabei. Der Torschützenkönig der letzten Saison, der wollte natürlich heute wieder nahtlos anknüpfen, hatte ordentlich Konkurrenz jetzt vorne mit Niang und Ibrahimovic, wollte sich aber weisen, genauso wie Asmir Begovic. Viele hatten ihn kritisiert,
wird, beziehungsweise den Transfer von ihm in St. James' Park. Denn Trapp, der Spieler der vergangenen Saison, wurde dafür im Tausch an Stoke City gegeben. Ob das die beste Idee war, das wird man erst sehen, denn MGT war kein Fan von Kevin Trapp. Zu viele Fehler in seinem Spiel angeblich. Mal sehen, wie das heute werden sollte im ersten Spiel des Bosnias gegen High City. Hinein in die erste Szene der Partie und da haben wir Ince mit dem Ball auf Jefferson, der wieder auf Ince zurück nach gerade mal 5 gespielten Minuten, die Flanke in die Mitte und da ist Laporte nicht bei seinem Gegenspieler Jelavic, 1:0, 6 Minuten rum und der Kroate mit dem ersten Tor der Saison für die Tigers und mit dem ersten Gegentor der Saison für Begovic, der kann da gar nichts machen gegen den wuchtigen Kopfball, aber Laporte steht da absolut nicht bei seinem Mann, geht nicht ins Kopfballduell und dementsprechend steht es hier 1:0, aber Newcastle wollte direkt zurückkommen. Nur eine Minute später, Ibrahimovic mit der Übersicht und da ist Ben Yedder, 1:1, 8. Spielminute. Ja, der angesprochene Ausgleich war relativ schnell gefallen, der Franzose direkt wieder mit seinem ersten Saisontor beweist, dass er immer noch weiß, wo er zu stehen hat, auch wenn jetzt Ibrahimovic da war und das System umgestellt wurde. Der Schwede hier mit seinem ersten Scorerpunkt in der Premier League, Kuhne ist dazu unsicher und ja, Ben Yedder dann problemlos mit dem Kopfball ins Glück hinein. Allerdings wollte Hall direkt wieder weitermachen mit guten Offensivaktionen. Livermore hier verliert den Ball zunächst gegen Sippel, der dann wieder gegen Diame, Huddlestone auf Sackbo und es steht 2:1. Was macht Laporte da? Das ist unfassbar, wie der hier verteidigte, denn normalerweise war gerade er der Stützpfeiler der Defensive bei den Magpies und das war wieder sein Bock, denn er rückt hier aus der Verteidigung raus, will auf Huddlestone gehen, deswegen Sagbo komplett frei, keine Chance für Begovic und es steht 2:1 für die Tigers und daran hatte Newcastle jetzt zu knabbern. Nur ein paar Sekunden später wieder Cabella mit der Möglichkeit, die Flanke in die Mitte, Geiss ist da mit dem Kopfball, aber Kuhne kann den Ball diesmal sicher halten und dementsprechend gibt es einen Eckball nach 17 gespielten Minuten. Trotzdem schöner Versuch des deutschen Sechs. Und es gibt den Eckball und der wird reingebracht von Rémi Cabella. Standardspezialist, mal sehen, wie sich das auszahlt. Da ist Sané in seinem ersten Spiel, aber der Kopfball geht übers Tor. Kein Aufspringen bei den Magpies, beziehungsweise bei den Toons natürlich auch. Und das war es schon aus der ersten Halbzeit. Das passierte ansonsten gar nichts. Die Anfangsphase sehr turbulent, danach war das Spiel deutlichst abgeflacht und es blieb beim 1:0, beziehungsweise 2:1 zur Halbzeit für Hull City. In der zweiten Halbzeit musste einiges besser werden bei den Magpies, aber sie versuchten direkt wieder nach vorne zu spielen über Ibrahimovic und das ist Rémi Cabella und der kann sich hier durchsetzen gegen Diame, auch gegen Jefferson, macht das da sehr gut, zieht in den 16er, Dawson kommt nicht ran, aber der Schuss am Tor vorbei, ein bisschen eher gegrätscht als geschossen, deswegen Kuhne da im Glück, dass der Ball nicht reingeht, aber es blieb ja weiter bei Chancen für Newcastle, denn die versuchten jetzt alles in der Offensive, die versuchten nach vorne zu kommen, hier Ibrahimovic mit dem Außenriss und Kuhne ist da, wehrt den Ball zur Ecke ab, es blieb also beim 2:1 und die schwammen jetzt hinten so ein bisschen, die Männer aus Hull, denn ja, Newcastle mit viel Druck. Morrison kommt da irgendwie zum Kopfball, nachdem Kuhne unter dem Ball hindurchspringt, aber es blieb halt erstmal beim 2:1. Danach wurde Ravel Morrison ausgewechselt und ein paar Sekunden später Nyang kam in die Partie und der war gleich mal, na, zumindest halbwegs im Rampenlicht, denn hier, ja, versperrt er so ein bisschen dem Sackbo den Ausweg, als Laporte ihn angreift. Laporte dann mit dem Ball auf Ben Yedder, der ist schneller als Dawson, geht in den 16er hinein, hat einen schwachen Link, aber den macht er trotzdem rein. 2:2, 76. Minute. Kuhne ist getunnelt und es steht 2:2. Der Südafrikaner sieht da ganz, ganz schlecht aus. Allerdings, naja, der Ball auch wirklich überraschend, dass er so kommt. Nicht in die lange Ecke geschossen, nein, direkt auf den Mann. Und dann sind die beiden nicht schnell genug zusammen mit der Franzose mit seinem zweiten Saisontor. Der Doppelpack im ersten Spiel lässt sich wohl überhaupt nicht von der Anwesenheit Ibrahimovic beeindrucken und schnürt hier den Doppelpack. Und es ging direkt weiter, 84. Minute. Geiss wieder mit dem Ball auf Ben Yedder und der ist wieder allein und davon. Der Ball in die kurze Ecke gespielt, 3:2 in der 85. Spielminute. Hall gibt hier die Führung komplett aus der Hand. Im Gegenteil sogar noch. Nein, sie liegen mittlerweile zurück. Dritte Saisontor, der Hattrick für Wissam Ben Yedder. Erst der Treffer mit links, davor der Treffer mit dem Kopf. Jetzt der Treffer mit rechts. Perfekter Hattrick. Wunderbar gemacht. Und das war die letzte Szene der Partie. Zumindest von Ben Yedder. Eine Chance gab es noch. Geiss erobert den Ball und Ibrahimovic macht sich auf den Weg. Eine klassische Szene jetzt für ihn. Er vernascht nochmal den Verteidiger Davis und dann wird er da zu Boden gerungen. Es gibt aber keinen Elfmeter. Das versteht irgendwie niemand im Stadion. Ibrahimovic steht auf, macht weiter, war nicht mehr so von Relevanz, denn es war die letzte Szene der Partie. Kurz danach dann der Abpfiff. Erster Sieg der Saison, erster Dreier der Saison für Newcastle in einem sehr wichtigen Spiel für die Magpies. Wunderbar gekämpft, sich zweimal nicht aufgegeben nach bitteren Rückständen. Und die Tigers, die müssen lernen, so einen Vorsprung dann gegen ein klasse Team wie Newcastle über die Zeit zu retten. 3 Punkte im ersten Spiel für Newcastle, für die Magpies, 0 Punkte für die Tigers aus Hull.
Ja, sehr holprige Anfangsphase, aber ein Sieg im Endeffekt. Ben Yedder dreimal genetzt, dem Steins in der Doppelspitze zu gefallen. Ibrahimovic natürlich auch direkt mit einem Assist. War natürlich jetzt nicht so ein ideales Spiel, hätte einen Elfmeter bekommen sollen eventuell. Hat er nicht, aber war auf jeden Fall ein gutes Spiel. Guck mal, er ist schon direkt wieder gestiegen, bei ihm ist noch nichts passiert. Ich will gucken, ob irgendwer schon gestiegen ist. Okay, Laporte, der war gerade gar nicht so gut, aber ist trotzdem schon wieder gestiegen. Kurzawa noch nicht, Sippel natürlich schon wieder. Also, oh, die Werte, Alter, defensiv 91, fairer Zweikampf, unfassbar. Cabella auch nicht, Morrison auch nicht. Ibrahimovic sinkt, das ist aber auch nicht besonders überraschend, weil der ist 34, der gute Mann. Ben Yedder steigt noch nicht, aber kommt bestimmt noch. Und Aldobelli ist schon gestiegen. Und Niang, keine Ahnung, ob der schon bei Schusskraft oder sowas gestiegen ist. Aber auf jeden Fall war das ein relativ solides erstes Saisonspiel. Die beiden Gegentore müssen so nicht fallen, das war relativ bitter, aber wir haben ja, ne, unseren Ben Yedder und der rettet uns den Arsch. So, ein Spieler aus Spanien, Nicolas Pareja. Aber sonst nichts Interessantes wieder mal dabei. Ich bin immer noch sehr gespannt, ob wir nochmal ein Angebot für Oxlade bekommen werden. Ist der auf der Transferliste eigentlich? Ja, ist er. Na okay, ein paar Tage haben wir ja auch noch. Wir sind ja gerade mal in der Mitte August, glaube ich. Ne? Ja, 16. Und müssen jetzt gegen Molde FK ran. So, ich würde sagen, Niang wird stürmen. Reinholz kann man auch einwechseln. Altobelli wird mal spielen für Sippel. Geist geht raus für Barca, der kriegt seine Chance. Lescal könnte auch mal seine Chance bekommen für Sané. Laporte lasse ich drin, weil Beast und so. Ihn bringe ich auch wieder rein. Nastasic könnte auch seine Chance bekommen. Stindl eigentlich auch mal, ne? Stindl für Morrison. Ja, Stindl für Morrison. Kurzawa lassen wir drin, oder? Bringen wir dafür vielleicht. Obwohl Ben Arfa müssen wir auf die Bank tun für Sippel. Bringen wir dafür vielleicht Haidara rein. Wo ist er überhaupt? Da ist er. Haidara für Kurzawa. Nein, der ist gut in Form. Das lassen wir so. Ja gut, dann wechseln wir ein. Ben Arfa, Reinholz und Nastasic oder Chamberlain im Idealfall. Je nachdem, wo wir halt aufstocken müssen in der zweiten Halbzeit. Aber erstmal wollen wir in der erste jetzt reingehen. Und dabei wünsche ich euch viel Spaß und bis gleich. Tabellenplatz 4, der bedeutet in der Premier League Champions League. Jedoch muss man sich erstmal dafür qualifizieren. Und genau das stand Newcastle heute bevor. Gegen Molde FK, gegen die Norweger, wollte man auswärts sich in eine gute Position bringen fürs Rückspiel. Ein Auswärtstor war sehr, sehr wichtig gegen die Norweger, denn die waren äußerst heimstark. Das hatten sie in den letzten Jahren immer wieder bewiesen in internationalen Wettbewerben. Und auch heute sollte das nicht anders werden aus Sicht der Norweger. Beide Mannschaften kamen aufs Feld. Es war nicht besonders warm, trotz eigentlich sommerlicher Nachmittagstemperaturen, hatte sich gegen Abend deutlich abgekühlt, trotzdem noch wunderbares Fußballwetter, denn besser etwas kälter als viel zu warm für die beiden Mannschaften. Newcastle angereist, damit relativer B-Elf, nicht die absolute Top-Elf auf dem Rasen, ob das wieder zum Verhängnis werden sollte, wie in der letzten Saison, als es relativ eng war mit der Champions League-Qualifikation. Wir werden sehen. Wir gucken uns zunächst einmal die Aufstellung von Molde an. Nyland im Tor, Linnes, Gabrielsen, Toivio und Flo in der Verteidigung. Davor dann Singh und Hussein, Gett und Elionussi auf den Außenbahnen, Chimacukwu und Heuland in der Sturmspitze. Die sollten für Gefahr sorgen vor dem Tor von Begovic und der stand wieder im Tor bei Newcastle United. Im ersten Spiel 2 Tore kassiert, konnte für keines der beiden was, mal sehen, wie es heute laufen sollte. Janmaat, Lascelles, Laporte und Kurzawa vor ihm, also Lascelles neu in der Verteidigung. Dann Barca und Altobelli auf der Doppel-6, die beiden Nachwuchsspieler heute in der Startelf. Stindl und De Jong auf der Doppel-10, ja auch die beiden neu in die Startelf gerückt und vorne Ben Yedder war wieder dabei nach seiner Topform gegen Hull City zum Saisonauftakt der Premier League und Niang stürmte neben ihn für Ibrahimovic. Ja, auf der anderen Seite, wie gesagt, man hatte ein Heimstart Team, gegen das man sich beweisen musste. Und wie das Ganze laufen sollte, wir schauen doch einfach mal in die Partie hinein, in die erste Szene. Und die gab's ja für Newcastle. Stindl hier mit dem Ball auf Ben Yedder und der ja, überlegt etwas zu lange. Und dann ist Hussein, da spielt den Ball auf Chimacukwu und der mit dem Ball auf Heuland. Der geht in den 16er. Der Schuss und Begovic muss das erstmal eingreifen. Klasse Parade von Bosnia. Es bleibt hier erstmal beim 0:0. Weiter ging es dann mit Offensivaktion von Newcastle. Offensivaktion Nummer 1. Ben Yedder versucht mit links, aber der Schuss war ein bisschen zu weit am Tor vorbei. Natürlich trotz der jetzt vor Selbstvertrauen nach seinem Hattrick im Saisonauftaktspiel. Allerdings war das hier noch nicht so von Erfolg gekrönt. Dann versucht man Young mit Selbstbewusstsein aus 30 Metern knapp. Der Ball war nicht so weit entfernt. Aber, naja, auf der anderen Seite gab es auch einige Szenen, die nicht so weit vom Tor entfernt waren. Die Flanke auf Heuland, Kopfball gegen den Pfosten. Begovic wird von Aluminium gerettet. Allerdings war es wirklich ein unterhaltsames Spiel, denn auch hier der Nachschuss von Singh nochmal kurz danach blieb ja ohne Torerfolg. Allerdings versuchte sich Molde nach vorne. Die wurden zunächst aber eingeschnürt von Newcastle. Altobelli macht
macht das da gut, kommt durch, geht in den 16er hinein, die Flanke kommt in die Mitte, Ben Yedder mit dem Kopfball, den darf man normalerweise nicht so alleine stehen lassen, aber Nyland kann den unplatzierten Kopfball des Franzosen da halten, spielt den Ball nach vorne und dann gab es einen Freistoß, alle versuchten es mal, diesmal war es 7 de Jong, aber auch dieser Ball geht am Tor von Nyland vorbei, der hatte bisher einen relativ beschäftigungsarmen Nachmittag, denn er musste selten eingreifen und wenn er mal eingreifen musste, dann tat er das relativ gut, hier geht ein Young mal in den 16er, versuchte das da sich durchzusetzen, allerdings mit rechts scheitert er, mit links versucht das gleich normal, Volley, aber der Ball ging ins Außennetz, wieder muss Nyland nicht eingreifen, springt präventiv mal hin. Und naja, es gab weitere Chancen. Diesmal Niang mit der Ecke auf Laporte. Der wartet weiter auf sein erstes Tor. Und die Wartezeit wird auch hier nicht beendet. Der Franzose köpft den Ball am Tor vorbei. Es blieb beim 0:0. Es gibt so ein altes Sprichwort im Fußball. Und das heißt, wer sie vorne nicht macht, der bekommt sie hinten. Aber wir gehen erstmal in die Halbzeitpause. 0:0 zwischen Molde und Newcastle United. Die müssen an der Chancenauswertung arbeiten. Denn so kommt man nicht in die Champions League hinein. Molde stand hinten zwar nicht sicher, aber sie hatten halt das Glück des Tüchtigen. Und wie es in der zweiten Halbzeit weiter gehen sollte. Naja, wir gucken einfach mal in die erste Szene und die hatte lustigerweise wieder Newcastle. Ecke von Young, Kopfball von de Jong und der Ball wird gehalten von Nyland. Der war jetzt ein bisschen mehr beschäftigt, muss doch ab und zu mal eingreifen. Hier macht er das gut, wehrt den Ball zur nächsten Ecke ab und die wird wieder reingebracht in die Mitte von Mbaye Niang. Der Franzose bringt den Ball rein und da ist diesmal das Kerl, aber auch dieser Kopfball geht übers Tor und Niang war das jetzt zu blöd, der wollte es dann selber versuchen, macht das hier auch gut. Im 16er setzt sich durch, geht nach außen, versucht mit dem schwachen Linken, aber der ist nur halb schwach. Wieder ist Nyland da, kann den Ball halten. Und wie gesagt, wer sie vorne nicht macht, der bekommt sie hinten. Und das nahm sich Molde zu Herzen. Gulbrandsen spielt den Ball auf Elionussi, der mit dem Ball auf Hussein und der legt nochmal in die Mitte auf Gulbrandsen. Der Schuss und Begovic verschätzt sich komplett. 1:0 für Molde. Was war denn hier plötzlich los? Der Spielverlauf aus dem Kopf gestellt. In den ersten paar Minuten 2 Chancen für Molde. Danach nichts mehr. Nur noch Newcastle offensiv und dann kommt Gulbrandsen und macht hier das 1:0. Natürlich bitter für Begovic. Verschätzt sich da vollkommen, komplett überrascht. Rutscht auch noch ein bisschen weg, der Ball durch die Hosenträger, wie bei Kuhne im ersten Saisonspiel der Premier League. Und natürlich wollte man direkt zurückkommen auf Seiten von Newcastle. Ben Yedder scheitert an Nyland. Es wurde gewechselt und zwar kamen ja auf einmal ja, Ben Arthur in die Partie und auch Reinholz, zwei Offensivkräfte. Und an diese Offensivkräfte, ja, die sollten gleich mal einen Eckball schlagen. Ben Arthur nämlich bringt den Ball in die Mitte und da steht 7 de Jong am kurzen Pfosten. 1:1, nur 3 Minuten nach der Führung von Molde, der Ausgleich durch die Niederländer. Das war natürlich hochverdient, aber sehr, sehr glücklich, dass Nyland dann nicht in den Zweikampf kommt, klebt so ein bisschen auf der Linie zunächst und genau deswegen kann de Jong da zum Kopfball kommen und das 1:1 erzielen. Bitter für Molde, ja, sehr verdient auf jeden Fall auch für Newcastle. Es wäre bitter gewesen, hätten die hier nicht gewonnen und sie versuchten es weiter nach vorne zu spielen, denn jetzt war Molde eingeschnürt. Reinhold kommt ja an den Ball, mittlerweile auch eingewechselt. Schöner Schussversuch des jungen Deutschen, allerdings gehalten natürlich von Nyland, der eine klasse Partie macht und das war die letzte gefährliche Aktion der Partie. Danach war nämlich Schluss. Es blieb beim 1:1. Einigermaßen gute Ausgangsposition von Newcastle hier in dieser Partie mit dem Auswärtstor. Molde hatte gut gekämpft, man bewies hier Heimstärke. Auswärts musste man sich besser verkaufen, vor allem in der Offensive, aber so, mit so einer Chancenverwertung kommt man wie gesagt nicht in die Champions League. Wird ein interessantes Rückspiel in, ja, im St. James' Park. Alte Weisheit, wer sie vorne nicht macht, der bekommt sie hinten. Dreimal so viele Schüsse, im Endeffekt trotzdem nichts gebracht. 1:1, immer das Auswärtstor gemacht. Das heißt, wir haben eine relativ gute Ausgangsposition. Guck mal, Atletico hat auch noch 1:1 gegen Zenit gespielt. Ich bin sehr gespannt, wie es jetzt laufen wird im Rückspiel. Ich hoffe sehr, dass ich sehr gut spielen werde, beziehungsweise, dass wir dann den Sieg holen werden zu Hause. Zunächst mal geht es jetzt gegen West Ham, das heißt, gegen den ehemaligen Feind von Ravel Morrison. Und den haben wir ja gerade schon gehört, der beschwert sich bitterlich darüber, dass er kaum spielt. Hat zwar im Saisoneröffnungsspiel gespielt und auch in der Vorbereitung, obwohl weiß gar nicht. Auf jeden Fall hat er im Saisoneröffnungsspiel gespielt und jetzt heult er hier so rum. So. Juve will Ben Yedder haben. Ich will Ben Yedder aber nicht abgeben. Das Thema haben wir ja schon öfter gehabt. 10 Spiele aus England. De Blasis, nie gehört, juckt mich auch nicht. Cropper, Hobben, Ospina, Forster, Diaby, Foster, Marshall, Jolyon, Lescott, Ramirez läuft aus. Das ist vielleicht gar nicht so interessant, aber naja, wir gehen noch einen Tag weiter. Bis zum Spiel gegen West Ham. Leider hat Reinholz nicht getroffen, hat ja auch eine Chance gehabt. Wäre schön gewesen, hätte er den reingemacht, hat er nicht geschafft. Ibra kommt wieder in die Startelf für Niang. Stindl geht raus, war nicht schlecht, aber auch nicht so überragend. Oxlade geht runter, Geis kommt rein für Altobelli. Barker geht raus für
Sippel kommt hier hoch auf die Bank für Oxlade und Sané kommt wieder rein für Lascelles. So, damit werden wir also in die nächste Partie gehen. Ich wünsche euch dabei viel Spaß, allerdings erst morgen. Habe ich euch gefoppt, obwohl ihr ja die Videolänge sehen könnt. Von daher habt ihr wahrscheinlich geahnt, dass es nicht mehr kommt. Egal, das war's von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Haut rein und ciao.